Herzlich willkommen zu Part 3 von Dragon Ball Xenoverse. Und wir können jetzt endlich die Story weiterspielen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt komplett durch sind mit dem Tutorial, aber ich glaube schon. Außer die PvP-Kämpfe werden, glaube ich, noch irgendwann mal erklärt. Könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten... Gut, wir können weitermachen. Dann sprechen wir mal mit Trunks und gucken, wen wir als nächstes retten müssen. Beziehungsweise wo wir die Zeit wieder verändern müssen. So, jetzt kommen erstmal wieder 10 Millionen Cutscenes. Okay, so läuft das echt nicht ab in dem Original, in der Originalserie. Müssen wir jetzt gegen die fetten Affen kämpfen, oder was? Ich hoffe mal nicht. Right here, history is changing. I would really appreciate your help. Wir müssen uns aber einen anderen Scouter holen. Der passt irgendwie nicht wirklich zu unserem Aussehen. Und an sich, ich muss mir jetzt so viel wieder kaufen, die ganze Rüstung und alles. Gibt es auch nochmal Unterschiede, je nachdem welche Rüstung man trägt, werden die Attribute nochmal verbessert oder verschlechtert, je nachdem. Okay, gut, wir müssen nicht gegen die fetten Affen kämpfen, das ist gut. Aber es kann sein, dass das sogar schon die Mission war, wo ich Probleme hatte. Dann müssen wir vielleicht ein paar Nebenquests noch machen. Aber egal, dann können wir mal mit dem Super Saiyan Gott Super Saiyan ein paar Missionen machen. 20 bei einem. Ja, ich glaube, es war die Mission. Oder es war die, wo man Nappa und Vegeta besiegen musste. Ich weiß nicht genau. Gott, nein. Come on. So, einmal hier den Meteor Dash drauf machen. Earth is done for anyway. If that happens, there's nowhere to run. Go fight them if you really want. Gott, komm. Ich will den hier erstmal angreifen. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Okay, zum Glück sind wir ein bisschen auf Damage gegangen beim letzten Mal. Jetzt würde er den wahrscheinlich wieder doppelt. Just reduce the number of Cybermen. So, wo ist der nächste? Da. Und zack, nächster kaputt. So, wo sind die anderen alle? Dennis, Tenshin Han, okay. Gott. Jetzt schmeißen die mich auch noch durch die Gegend. Haben wir irgendwas, was ein Meteor Blow? Okay, die ist total sinnlos. So, nächster. Jetzt können wir nochmal hier den Nutzen dieser Attacke sehen. Schaut euch die Leben von dem Monster da oben an. Von dem. Wie heißen die Dinger nochmal auf Deutsch? Ich weiß gerade nicht mehr. Pflanzenmänner oder so. So, Super Guard, was ist das? Okay, wir schielen uns einfach nur. Ebenfalls nutzlos. Okay, wir brauchen auf jeden Fall neue Attacken. Ja, nein. Haben wir den getroffen? Ich weiß nicht. So, nächster down.
Weiß gar nicht, haben wir Pots? Ne, wir haben nicht mal Heildinger. Okay, das war's. Also von den Heilpots sollten wir uns auf jeden Fall mal welche holen. Oh shit. Oh Gott, ich hätte mal einen anvisieren sollen. Wäre nicht allzu schlecht gewesen. Hallo, kann ich bitte... Ach so ging das, genau. Ich habe den ganzen falschen Knopf gedrückt. Okay. Okay, schnell weg wieder. Hey, could someone please remove this trash from the battlefield? Damn you! So, machen wir nochmal die Attacke. Vielleicht treffen wir ein paar. Aber ihr seht schon, wir haben schon Probleme mit unserem Leben. Weil wir einfach so lange durchhalten müssen. Und da reicht es halt, wenn man ein paar kleine Hits immer abbekommt. Gott, das ist zu viel. Ich weiß gar nicht, wie viele wir besiegen müssen. So, da treffen wir ein paar. Und da ist schon wieder ein Grauer dazugekommen. So. Ich glaube, die Grauen sind die stärksten hier. Oh, da treffen wir sogar ein bisschen was. Let's see how well they do. We might not have to fight at all. So. Ich würde nur mal interessieren, wie viele wir hier von jetzt noch besiegen müssen. Nein, Gott. Ah, das wollte ich nicht. Okay, zum Glück lassen uns die anderen einigermaßen in Ruhe. So, da treffen wir wieder einiges. So, die Kombos muss ich mir auch nochmal angucken, wie genau die waren. Kann ich eigentlich mal ganz kurz machen. Kombo-Liste, was gab's da alles? Ich weiß gar nicht, welche die geile Kombo war. Wir probieren mal 5x Viereck und 3x Dreieck. Okay, dafür müssen wir nur... Das ist die, okay. Das ist eigentlich mit die geilste Kombo. Jetzt Moment muss ich nur ein bisschen was zählen immer. Aber irgendwann geht das wieder auch vom Gefühl her. Gott, wir haben es geschafft. Aber wir sollten es definitiv vor der nächsten Mission... So, ja, vor allem sollten wir ein bisschen trainieren. Oh, das gibt viele Punkte. Da kann man nochmal ein Level up. Was? 28 Punkte, okay. Wir gehen erstmal zurück und besorgen uns ein paar Heiltränke und machen nochmal eine Nebenquest. Damit wir ein bisschen stärker werden. So, wir können wieder was verbessern. Nein, das wollte ich nicht. So. Erstmal packen wir hier in alles was rein. Ja, ich würde sagen in alles erstmal. Wir machen erstmal alles auf 10. Auch die Keyblasts, obwohl wir da ja eigentlich nicht wirklich was mit machen wollen dann. Mit dem Charakter. Da wir ja eher auf Nahkampf gehen wollen dann mal. Aber ich weiß gar nicht, was es da alles für Attacken gibt. Weil die ganzen typischen Dragon Ball Attacken sind ja Kamehameha, Final Flash und so weiter. Sind ja alles Key-ultimative Attacken. Und keine physischen Attacken. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Physisch, ich glaube, das stimmt. Auf jeden Fall machen wir hier erstmal nochmal eine Parallelquest. So, dann können wir jetzt nochmal mit einem stärkeren Charakter was machen. Was können wir die spielen? Ja gut, okay, wir können die spielen.
So, wen nehmen wir dann? Vegeta oder den? Die haben gar nicht mal so viele Punkte. Ich meine, unser Charakter sieht so aus und Goku sieht so aus. Okay, wir nehmen mal den hier. So, und damit es ein bisschen schneller geht, packen wir nochmal den rein und dann nochmal Vegeta. So, haben wir jetzt zweimal Vegeta dabei, das sollte easy klappen. Wobei, das kriegt man auch easy alleine hin, die Anfangsmission hier. Vor allem mit unserem Super Super Saiyan God Super Saiyan. Wenn wir treffen würden. Gott, jetzt. Ah ne, okay, anscheinend. Ne, tatsächlich, ich glaube wirklich, die selbst die Charaktere werden stärker, desto mehr man, desto höheres Level man hat. Weil ansonsten wäre der Charakter hier relativ schwach. Aber hier haben wir immerhin schon mal hier Warp Coming, ja, das ist geil. Sagt er endlich Beat und dann. Gott, jetzt ist genau. So, ich sag, wir haben neuen Skill bekommen, das ist gut. So, mal gucken, was das für einer ist. Ich will den wegschmeißen. Da geht's, Dankeschön. Und er lebt immer noch, verdammt. So, das war's. Haben wir noch einen Gegner? Nice. Okay, desto mehr Gegner, desto besser. Not bad. But not for much longer. So, machen wir mal Super Kamehameha. Oh, schöner Treffer. Ja, okay, das ist auf jeden Fall skalieren die Attacken hier auch so ein bisschen, je nachdem, wie man selber gelevelt hat. Weil das glaube ich nicht, dass das auf meinem anderen Account auch so wenig Damage gemacht hat. Wobei die Ausdauerleiste schon relativ lang ist. Aber nee, das kann nicht sein, dass wir nur so wenig Damage machen. So, wir kriegen hier mit 21 Treffern, kriegen wir denen so gerade das letzte Stück Leben abgezogen. Die scheinen also tatsächlich auch ein bisschen mit da drauf zu leveln. So, 700 Rang Z, das Beste von allem. Mich würde mich interessieren, wie man hier welchen Rang kriegt. Nochmal Level Up, nice. Und Energieshot. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das eine ultimative Attacke war. Aber egal, wir machen noch eine Nebenquest. Und da haben wir Raditz. Können wir von dem... Ja. Okay, dann besiegen wir mal Son Goku. Gut. Machen wir nochmal eine kleine Nebenmission. Hauptsache, wir leveln ein bisschen was auf. Weil die nächste Mission, da müssen wir, ich meine, dass es die ist, da wir, wo wir gegen Vegeta und Nappa kämpfen müssen. Und da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Kraft. So, erstmal auf Goku. Oder, okay, wir gehen auf den. Der hat uns anvisiert, dann ignorieren wir den mal nicht. Ah, jetzt geht der auch nicht. Komm. Also wir müssen aufpassen, die sind nicht ganz so schwach. Ich glaube, was machen die für scheiß Attacken? Ich hab die nicht mal berührt. So, jetzt. Gott. Können die bitte auch mal irgendwie auf Raditz gehen oder so? Die sind gleich tot, geil. Jetzt geht Goku wieder auf mich, ich check's nicht. Oh shit. Okay, ihr seht, wir müssen noch trainieren, wir schaffen nicht mal den Kampf. Okay, ich würde sagen, das lassen wir dann erstmal. Dafür machen wir noch eindeutig zu wenig Damage. Okay, wir machen noch eine Parallelquest. Dann haben wir Jakko, den gibt's jetzt auch. Okay, hier sind ein paar neue Meister dabei, die von dem DLC, was ich gekauft habe. Und das, ja, kannst du mir bestimmt sagen, ich kann bestimmt noch nicht dem sein Meister werden, dem sein Schüler werden, oder? Ich kann dem sein Schüler werden, geil. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, weil er halt mit dem DLC gekommen ist, hätte ich jetzt gedacht, wir müssen irgendwie Level 50 oder so schon sein. Aber ich weiß, vielleicht kam auch der,
Der alte Kaida. Vielleicht kommt er auch mit dem DLC dabei. Ich weiß nur, dass ein paar neue Meister dabei waren, aber ich weiß nicht genau, welche es waren. Oh Gott. Wir machen ja gar keinen Damage. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Ich meine, gut, solange es gegen einen ist, gegen einen einzigen zu kämpfen, ist kein Problem. Aber wenn mehrere auf einen draufgehen, dann wird es schwer. But I don't recall a distinguished crew before. I see. You must be a reserve so. Member from our remote outpost. Aber der hat irgendwie eine andere Stimme. Hell rejoice. It's not very often someone can get their hands on training from a galaxy control super elite. Wir müssen ja 8 Kombos machen, damit wir so viel Damage, also eine 8er Kombo machen, damit wir so viel Damage machen wie der bei uns mit 2 Schlägen. Boah, wir treffen sogar was. Krass. Okay, jetzt bald sollten wir es geschafft haben. Den müssen wir jetzt zum Glück nicht komplett runterprügeln, sondern nur bis zur Hälfte oder so. Sag nochmal die Kombo rein. Dann nochmal hier, nochmal hier. So, jetzt langsam soll es aber zu Ende sein. Zack, packen wir die nochmal. Weil das ja immer noch nicht zu Ende ist. Ich dachte, der Kampf wäre ungefähr der Hälfte zu Ende. Aber da habe ich nicht viel gehört. Aber egal, das schaffen wir easy. Allerdings sollten wir wirklich um einiges mehr trainieren. Dass wir wenigstens mal ein bisschen Damage machen. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, wir lernen was Neues. Aber bei dem könnte ich mir vorstellen, dass es einfach nur so eine Pose ist. Gut, wir sind nochmal Level up. Wir haben 9 Punkte jetzt wieder zum Vergeben. Und wir kriegen Super Attacke Elite Beam. Okay, das hört sich immerhin schon mal ein bisschen was nach was an. Dann mal gucken. Gut, der ist jetzt unser Meister. Von dem können wir jetzt ab und zu mal wieder was lernen. So, Customize. Und dann machen wir hier erstmal Attribute boosten. So, haben wir alles schon mal 3 Sachen drin. Okay, und ja, wir sollten, glaube ich, das nächste Mal erstmal das hier auf 10 bringen. Dass wir ein bisschen mehr Damage machen. Dann die Leben und dann Ki oder Stamina. Die Sachen hier unten sind nicht ganz so wichtig. Also, solange wir eh keine ordentliche Attacke haben, bringt uns das auch nichts. So, hier der Elite Beam. Dann nehmen wir den mal für den. Na, für den hier. So, zack, dann machen wir hier den Energy Shot rein. Gut, okay. Ich würde sagen, eine Mission können wir noch machen. Eine Parallelquest geht noch. Das hier sind übrigens die für. Von dem DLC, aber ihr seht schon da unten die Sterne, die sind um einiges höher. Wie viel sind das? 7 Stück. Und wir sind jetzt hier gerade bei 1 Stern. Da bleiben wir auch erstmal. Wobei eigentlich. Ah ne, ich glaube, die Charaktere hier leveln ja auch ein bisschen mit. Dann geht das leider nicht. Oder? Der hat. Ich meine, die leveln ein bisschen mit. Von daher hätten wir bei den anderen. Sonst wäre es auch okay, sonst können wir einen von den harten Missionen machen. Da kriegst du, was weiß ich. 10.000 EP oder so. Und dann wären wir instant 10 Level höher oder so. Das wäre ein bisschen okay. Von daher nehmen wir jetzt mal hier den Freezer mit noch. Und dann machen wir die Mission auch nochmal schnell. Ich habe schon wieder vergessen, welche das war. Aber egal, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Okay. Zack, alle auf, wir haben Schuh drauf. Zack, so, der ist weg.
Ich finde es irgendwie komisch, wie sich die Namen in den Sprachen jeweils ändern. Hier heißt der Tien und im Deutschen heißt er Ten Shin Han. Weil das ist ja schon ein Riesenunterschied eigentlich. Hey, ich verstehe nicht, wieso die nicht einfach in jedem Land gleich heißen. Ich würde mal interessieren, wie die im Japanischen heißen. Da heißen die auch nochmal ein bisschen anders. Außer Goku, der ist überall gleich. So, Gohan, dann komm mal her. Gott, verdammt. So, Super Kamehameha. Jetzt auf einmal machen wir auch Damage. Vielleicht haben die Gegner vorher einfach nur unsere Attacken die ganze Zeit geblockt. Das kann auch sein. Okay, komm her. So, neuen Skill, das ist schön. So, ja, jetzt machen wir auch wieder ein bisschen Damage damit. Dann können wir vielleicht doch mal probieren, so eine... Wobei, ja gut, okay, die 6-Sterne-Quest sind ein bisschen zu schwer, die kann man nicht allein schaffen. Die sollte man am besten online probieren. Oh Gott. Shit. Okay, komm, dann beenden wir das mal mit einem schönen Warp-Kamehameha. Gut, hat gereicht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass es jetzt nicht ausreicht. Und wir haben neues Equipment. Aber irgendwie bei diesen Freezer-Charakteren kann man, glaube ich, nicht allzu viel mit Klamotten machen. Weil die haben ja normalerweise, also dieser Freezer, der trägt ja auch keine Rüstung oder sowas. Und ich glaube, so sieht das halt schon am besten aus bei denen, als wenn man denen jetzt irgendeine Rüstung anzieht. Aber so viel bringen die Rüstungen auch nicht, also von daher. Okay, hier können wir nichts Neues machen. Wir boosten nochmal ganz kurz hier unseren Damage ein bisschen. Skillset. So, haben wir auch noch irgendwas Neues bekommen? Was denn? Evil Rise Strike. Okay, was ist das? Wir nehmen es einfach mal rein. Wir haben ja sowieso keine guten Attacken im Moment. So, dann Equipment. Können wir hier mal... Ja, Bios, was bisher nicht, wenn wir das alles ausziehen. Ich dachte, wir haben gar nichts an. Ach du, die Füße, die sind recht widerlich. Okay, wir können uns auch so eine goldene Rüstung anziehen, aber das lassen wir mal. Wir ziehen mal ganz normal den Bio-Suit an, der quasi nix ist. So, hier können wir Piccolos Turban tragen. Aber jetzt sieht alles bescheuert aus auf den Leuten hier. Aber ich finde, das sieht eigentlich recht cool aus. Aber egal, so, Z-Seele haben wir auch noch keine. Dann, ja, würde ich sagen, ich beende die Folge für heute mal. Da steht schon wieder der Elder Kai. Aber für den müssen wir leider noch ein bisschen leveln. Ja, und das war's dann für die heutige Episode. Wenn sie gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wo wir dann hier das Ganze mit der Raditz nochmal probieren und in der Story auch ein bisschen weiterspielen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir es schaffen werden. Weil, wie gesagt, es wird jetzt schwerer. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.